Moin und willkommen zur zweiten Folge vom Rückrundenstart von unserer eigenen Bundesliga. Lasst doch gerne mal ein Abo da, wenn euch das Projekt oder die Projekte, die wir machen, gefallen. Würde mich mega über euren Support freuen. Jetzt aber zu dem Video. Ganz kurz, wer die ersten zwei Spiele von dem Spieltag noch nicht gesehen hat, die verlinke ich jetzt rechts oben. In dem Video werden wir jetzt wie immer die restlichen 7 Spiele noch spielen. Anfangen werden wir mit Leipzig gegen Stuttgart. Da steuern wir wieder den Favoriten Leipzig. Aber ganz kurz vorweg, ich kann euch schon mal spoilern, wir werden in der Folge Schalke selbst zocken. Also mal gucken, ob wir die vielleicht mal mit 3 Punkten, wenn wir denn gewinnen sollten, irgendwie ein bisschen rauskriegen. Außen, Abstiegskampf. Jetzt aber zu dem Spiel, sozusagen, ich springe gleich rein und ihr seht gleich das Ergebnis, wenn es vorbei war, das Spiel Leipzig gegen Stuttgart. Und das Ergebnis sieht so aus. Ja, dann doch eine größere Überraschung für mich, einfach 1:1. Schauen wir auf die Spielinfo. Am Ende, ja, so hatte ich dann auch im Gefühl, Stuttgart war mehr am Drücker, das 2:1 zu machen, also wirklich sehr verrückt. Ich weiß auch nicht, mit Leipzig, normal läuft es ja immer sehr gut, ja, man sieht es ja, geht in Ordnung, dieses 1:1, also mehr als in Ordnung, auf jeden Fall eher sogar ein bisschen glücklich für Leipzig. Dann die Spielerleistung kurz, da sieht man dann auch gleich schon, wer die Tore gemacht hat, genau. Und jetzt zu den Spielhöhepunkten, der neue Bayern-Spieler, so habe ich gehört, Konrad Leimer wird unterschreiben, hat unterschrieben schon für Sommer, macht hier einen Kimmich vom letzten Spieltag. Ja, ich kam nicht durch und dann dachte ich mir, probiere ich es mal. Wirklich sehr ähnliches Tor zum 1:0. Auf jeden Fall ein richtiger Hammer. Und die Entstehung vom Elfer sieht man jetzt hier leider nicht. Aber Guardiol hat eine rote Karte dafür gekriegt. Silas übernimmt es und macht per Elfmeter. Man hat schon gesehen, er macht ihn rein. Das 1:1. Jetzt aber rein ins nächste Spiel. Freiburg gegen Augsburg. Wo sich die große Frage stellt, kann Freiburg die Bayern unter Druck setzen? Mit einem Sieg hier gegen Augsburg wären sie bei 37 Punkten, das heißt, dass dadurch das Bayern ja verloren hat, Achtung Spoiler, nur noch 3 Punkte hinter den Münchnern, dann wird der Titelrennen natürlich nochmal echt spannend werden. Das und alles weitere erfahren wir jetzt gleich, weil man muss auch dazu sagen, für Augsburg wäre ein Sieg auch recht wichtig. Man sieht es da sogar noch, die haben ja 5:0 gegen Freiburg gewonnen, jetzt aber wirklich rein ins Spiel. Und Augsburg kann auch Punkte sammeln, es geht wieder unentschieden aus, 2:2, das heißt wieder eine Überraschung. Die Statistiken sehen so aus, anfangs hat der Augsburg, also in der ersten Halbzeit, ganz klar Augsburg verdient gehabt, haben bessere Statistiken gehabt, zweite Halbzeit kamen die aber fast gar nicht mehr vor, Freiburg dominiert, zum Sieg hat es nicht gereicht, ich finde ein Unentschieden geht ganz in Ordnung, also ganz ausgeglichen. Kurz die Spielerleistungen. Jetzt zu den Spielhöhepunkten, Augsburg, man hat schon gesehen, ging in Führung 1:0 durch Grueso. Dann gerade bei einer 13. Minute, klasse Freistoß, kann er noch parieren, da Flecken. Dann kann er nicht geklärt werden, Berisha, also mit dem 2:0 nach gerade mal 13 Minuten. Wiederum nur 6 Minuten danach, da Dohan mit der schnellen Antwort für Freiburg macht er stark. Und Michael Gregoritsch macht dann das 2:2 in der 50. Minute. Freiburg kann sich also nach einem 2:0 wieder aufrappeln und kriegt wenigstens noch einen Unentschieden hin. Jetzt aber rein ins nächste Game. Das heißt Mainz gegen Bochum, wo wir den Favoriten Mainz 05 steuern. Ich rede gar nicht lange rum. Rein ins Game und schauen wir mal wieder, ob es einen Sieger gibt oder es wieder unentschieden ausgeht. Und den gibt es wieder nicht. Das Spiel endet mit 0:0. Also gerade eben richtige, nur noch unentschieden oder was? Schauen wir kurz auf die Spielerleistung. Ja, Mainz hätte es mehr verdient gehabt. Um ein erwartetes Tor mehr. Schüsse relativ ausgeglichen. Am Ende war Bochum ein bisschen mehr am Drücker. Das heißt, geht auch in Ordnung einigermaßen. Schauen wir kurz auf die Spielerbewertungen. Die sind so aus bei Mainz und so bei Bochum. Trotzdem 0:0 gibt es aber wirklich Spielhöhepunkte. Man sieht sie schon. Stefan Bell kriegt die rote Karte für Mainz. So ist es entstanden hier. Ganz klar von hinten. Klare rote Karte. Und es gibt sogar noch eine. Noch einmal eine rote Karte. Die ist für mich nicht ganz so klar. Hier, da sieht man es. Er erwischt ihn eher von der Seite. Also ja, eine Kann-Entscheidung. Das war's aber jetzt von dem Spiel. Ich glaube, das war das erste 0:0 in unserer eigenen Bundesliga. Jetzt rein ins Spiel. Hoffenheim gegen Gladbach. Wo wir den Favoriten Gladbach selber steuern. Hoffenheim muss wirklich verdammt aufpassen. Wenn die jetzt nämlich nochmal verlieren, wird es echt eng für die. Jetzt aber rein ins Game. Ich muss mal kurz zu mir selber sagen. Ich hoffe, ich kann mal wieder gewinnen. Ich glaube, ich habe die letzten 5 Spiele auf jeden Fall 7 mehr nicht gewonnen. Aber ich glaube, es waren so die letzten 6 oder 7 Spiele. Mal gucken, ob es mit dem Spiel besser wird. Gladbach gegen Hoffenheim. Und vor allem die Frage, gibt es jetzt einen Sieger? Erfahren wir gleich, wenn ihr das Ergebnis habt. Und es gibt einen Sieger. Und ihr seht schon, ich kann es nicht fassen.
unsere Negativitätsserie geht weiter. Statistik, ja, es geht sogar in Ordnung. Ich kann mich nicht groß beschweren. Die Chancen, die ich hatte, habe ich leider nicht gemacht. Ja, gut, Spielerleistung ist jetzt nicht so wirklich, ja. Dann noch die Spielhöhepunkte, ja, da viel zu frustriert. Ich zeige euch nur kurz das 1-0. André Kramaric, ja. Und das 3-0 war dann der Baumgartner. Also 2-0 war auch der Kramaric und das 3-0 dann so durch den Baumgartner entstanden. Eine Sache gibt es noch, die sieht man nicht in den Spielhöhepunkten. Hier der Nsocki von Hoffenheim sieht eine rote Karte. So viel aber zu dem Spiel. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es im nächsten Spiel, wenn es heißt Berlin gegen Berlin, besser wird. Wo wir die Eisernen, sage ich jetzt mal, steuern und nicht Hertha BSC. Also ich will wirklich den Bann jetzt brechen. Ich glaube, es sind mittlerweile nämlich 8 Spiele, wo ich nicht gewinnen konnte. Ich weiß nicht, was los ist. Es läuft irgendwie gar nicht. Die Weltklasse-KI holt mich auch langsam ein. Insgesamt habe ich fast so viele Siege, wie ich nicht gewonnen habe. Jetzt aber rein ins Game. Natürlich lasse ich die Ruck gesperrt vom letzten Video, ein Khedira und ein Knoche auf der Bank. Ich hoffe wirklich aufs Beste. Let's go. Und Union Berlin kann uns leider nicht wirklich aus der Krise helfen. Nicht so wie im letzten Video. Da haben wir auch 3 Spiele verloren und dann mit Union gewonnen gegen Bremen. Aber es wäre auch nicht verdient gewesen. Man sieht es hier, Hertha, ja, klar, besser jetzt nicht. 3,1 erwartete Tore zu 2,3, also beide Teams die Chancen nicht wirklich effizient genutzt. Ja, und Schütze geht leicht an die Hertha. Dann die Spielerleistung, ja. Jetzt zu den Spielhöhepunkten kurz, da hat der Jordan in der 11. Minute das 1-0 gemacht, lief eigentlich alles nicht schlecht. Dann aber in der 56. Dann hat sich ein bisschen angebahnt, Hertha war besser im Spiel. Jovicic mit dem 1:1. Bei mir wird es also einfach nicht besser. Ich hoffe jetzt aufs Spiel Bremen gegen Wolfsburg, dass wir vielleicht da endlich mal wieder einen Sieg einfahren können. Das aber liegt jetzt allein an uns und an dem kleinen Underdog, sage ich mal, die wir diesmal steuern. Wäre Bremen laut Tabelle um einen Platz schlechter wie Wolfsburg. Wenn sie aber gewinnen könnten, würden sie Wolfsburg überholen. Und ich hoffe natürlich, dass sie das tun, weil ich unbedingt meine Sieglos-Serie von 9 Spielen, glaube ich, mittlerweile ist es, unbedingt beenden will. Das erfahren wir dann, wenn das Spiel vorbei ist, beziehungsweise ihr jetzt gleich. Und es klappt! Wir sind endlich draußen aus der negativen Serie. Wir gewinnen mit Bremen 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Es geht auch komplett in Ordnung, man sieht es an der Statistik. Mehr Schüsse, aber vor allem mehr erwartete Tore. Hätten wir sogar noch eins mehr machen können und Wolfsburg hatte nicht mal ein erwartetes Tor. Dann die Spielerleistungen. Hier Marvin Ducksch, okay, Man of the Match. Jetzt aber zu den Spielhöhepunkten. 6. Minute. Ich dachte mir, ey, hör mir auf. Wolfsburg geht in Führung durch so einen Schuss von Yannick Gerhard. Gut, ich greife ihn nicht an, trotzdem sehr starker Abschluss. Dann 38. Minute, Bittencourt, nachdem wir schon ewig viele Chancen gehabt haben, lässt wieder eine Chance liegen und Füllkrug dann im Nachschuss. Und dann in der 62. Minute die Riesenerlösung. Marvin Ducksch nach Vorlage von Füllkrug macht es 2:1. Ich bin auf jeden Fall jetzt mega erleichtert, dass wir endlich mal wieder gewinnen konnten. Jetzt aber rein ins letzte Game. Wie ich schon gesagt habe, wir werden Schalke selbst steuern. Und da sind wir auch schon. Es ist übrigens ein echtes Abstiegsduell. Ich blende euch mal die Tabelle ein. Köln mit 17, Bochum 17 und Schalke mit 9. Sollte Schalke hier vielleicht sogar ein bisschen höher gewinnen, dann wird sogar Köln unter Bochum nochmal rutschen. Es ist so, Köln sollte auf jeden Fall gewinnen, sonst werden die da hinten richtig mit reingezogen. Schalke muss eigentlich gewinnen, weil sonst bleibt es bei, oder sonst ist es ein Relegationsplatz, sind es dann 9 Punkte und das wäre natürlich echt krass. Das heißt, Schalke muss eigentlich jetzt gewinnen, um hier noch was reißen zu können. Und das erfahren wir jetzt auch gleich. Ganz kurz nur noch, stell dir vor, wir hätten mit Bremen gerade nicht gewonnen. Dann hätten wir mit Schalke die Chance gehabt, aus unserer Krise rauszukommen. Wäre auch lustig gewesen. Jetzt aber rein, ihr seht das Ergebnis gleich. Und Schalke schafft es. Sie gewinnen wirklich mit 2:1, aber verdammt eng. Spielinfo, okay, sagt jetzt sogar, dass es nicht in Ordnung geht, aber das ging sicher noch bis zur 75. in Ordnung. Weil wirklich die letzten 15 Minuten hat Köln so verdammt gedrückt. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Spielerleistung ganz kurz. Sieht so aus. Und jetzt die Spielhöhepunkte. 58. Minute fängt es an. Hier Terodde, Doppelpass, nochmal Terodde mit dem klasse Abschluss um 1:0. Dann 73. Terodde,
Jetzt holt seine zweite Torbeteiligung, der auf Bülter und der mit dem starken Abschluss, so mit 2:0. Und dann hat, wie gesagt, Köln wirklich die letzte Viertelstunde durchgehend gedrückt. Schwolo verdammt stark, aber ein Tor haben sie dann zugelassen. Wirklich in der Nachspielzeit dann auch ärgerlich. Selke dann mit, ja, ein bisschen Glück zum 1:2. Das hat Köln aber nichts mehr gebracht und somit holt Schalke 3 verdammt wichtige Punkte im Abstiegskampf und Köln lässt 3 verdammt wichtige Punkte liegen. Kurz zur Tabelle jetzt, die blende ich euch einfach die aktuelle ein. Man sieht Bayern immer noch auf Platz 1 und ich habe es versucht mit, glaube ich, 4 Teams, mit Freiburg, Frankfurt, Union und Leipzig ranzukommen an die Bayern. Wirklich rangekommen ist niemand. Freiburg jetzt mit 5 Punkten Abstand hinter den Bayern. Dann hinter den Champions League Plätzen stehen Leipzig und Dortmund, die da ja noch unbedingt hinwollen. Dann sieht man erstmal ein bisschen größeren Abstand von 4 Punkten. Dann kommen Bremen, Wolfsburg, Mainz und so. Dann Gladbach und Leverkusen, die ja, wie gesagt, auch unbedingt noch ins internationale Geschäft wollen. Ja, und dann ab Stuttgart, Augsburg wird es eigentlich auch schon echt eng. Hoffenheim konnte sich jetzt wieder befreien. Aber bei Stuttgart, vor allem Augsburg 19, Hertha 18 und dann wird es richtig eng, 17, und dann sind es trotzdem 5 Punkte auf Schalke. Also ich guck mal, ich werde im nächsten Video nämlich an nochmal Schalke steuern, vielleicht wird dann der Abstiegskampf noch spannender, wobei das war wirklich verdammt anstrengend hier mit Schalke zu gewinnen. Das war's aber jetzt von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr keinen weiteren Spieltag verpassen wollt, lasst doch jetzt rechts oben gerne ein Abo da. Ich würde mich mega über euren Support freuen. Teilt das Video auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und links oben findet ihr die Playlist zu unserer eigenen WM. Da fehlt immer noch das Finale. Werden wir auch in Bälde zocken. Und jetzt will ich nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Ciao, haut rein, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.